dass Sie da sind. Gibt es was Besonderes zu sehen? Ja. Drücken Sie uns die Daumen, dass das Biest gut gelaunt ist. Wir werden uns das mal angucken, ja? Geht gleich los. Achtung! Zeugungsphase, Entwicklungsphase haben wir das Biest mittlerweile weitestgehend auf fleischfreie Ernährung umgestellt. Wir bitten Sie trotzdem, nicht mit kleinen Extremitäten dran zu gehen. Finger zum Beispiel sind ganz schnell weg. Ja? Das ist eigentlich alles, was Sie wissen müssen. Ansonsten ein positives, lebensbejahendes Wesen. Biest, 25 Jahre Schwangerschaft. Die Familie Hase hat 25 Jahre gebrütet. Das ganze Team hat geholfen. Eine große Kollektivschwangerschaft. Das ist dabei herausgekommen. Das Biestchen von Hase. So. Wir brauchen natürlich ein bisschen Bewegung. Ich verschaffe ihm jetzt. Ja. Ja. Ist gut. Komm. So. Genau. Ja, hier auch, ja. Kann man was hören, ja? Aber so kann man auch hören, oder? Ja, also jetzt rein. Los geht's! Aber weil natürlich für ein kleines minderjähriges Biest körperliche Bewegung allein nicht reicht, wollten wir auch den Intellekt ein bisschen herausfordern, haben es auf die Biesterschule geschickt und da hat es Schreiben gelernt. Willst du es ihnen zeigen? Ja? Komm, dann machen wir das. Dann zeigen wir es den Leuten mal. Ja? So, jau! Ja, da guck. Guck, das ist schön geworden. Das hast du gut gemacht. Ein Haar. So, und als nächstes lernt das Biest an ein Haar. Aber das wird noch ein paar Monate dauern. Wo ist die große Nein. Na, Kleiner? Und wie sieht's aus? Willst du jemanden mitnehmen? Natürlich. Gibt's jemanden, der mitfahren möchte? Ja, dann rauf da. Applaus für den Mutigen. Ja.
Wir wollen raus. Ja, genau. Lass uns raus hier.